Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur Bear and Breakfast. Ja, jetzt sind wir hier. Darin gibt es Pilze, die angeblich schlimme Albträume verursachen. Die könnte ich jetzt sehr gut vertragen. Ja, jetzt nach einer kleinen Aufnahmepause steige ich wieder ein. Ihr wisst, ich muss mich dann immer erstmal ein bisschen einfinden. Aber hier, die haben wir gefunden, das war eine Aufgabe und zwar von dem Busfahrer. Unten in Sägemehl, glaube ich, ne? So. Kehre zu Oliver in Holzkreuzung zurück. Ach nee, Holzkreuzung, genau, das war das. Auftrag über drei Wege erledigen. Erhalte das Buch, bla 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 bla. Genau. Das haben wir alles gefunden, gemacht und gekriegt. Wir sammeln hier nochmal ein bisschen was ein, was Bärchen mitnehmen kann. Das hörte sich nicht gut an. Warte, wo ist denn hier? Warte mal, was ist denn das da? Das ist die größte Spalte, die ich je gesehen habe. Ach ja, das hatten wir schon mal angeguckt. So, dann lass uns jetzt mal nach nebenan gehen. Unterwegs. Nach Holzkreuzung, genau. Jetzt fehlt nur noch ein Picknickkorb. So, schließ einen Aufenthalt für einen Gast in der Bruchbude ab. Sieht so aus, als wäre das Grundstück in diesem Gebiet noch nicht auf der Höhe. Komm wieder, wenn irgendein Standard erreicht ist. Okay. Wir können schlafen, ne? Stimmt. Nachts schlafen, ja, Entschuldigung, ich bin halt ein Bär. Das tut mir ja auch leid. So, jetzt können wir aber eine Aufgabe. Es kommt mir so vor, als würdest du keine halben Sachen machen. So, ich glaube, genau, der Gast ist ausgezogen. Das heißt, wir können das jetzt auf jeden Fall... Müssen wir jetzt hier irgendwie nochmal... Oh, Wertsachen. Okay, wir müssen jetzt aber nicht irgendwie die Betten machen oder sowas. Okay, sehr gut. Gut zu wissen. So, Hallöchen. Konntest du alles finden? Das hat etwas gedauert, aber bitte sehr. Nein, noch nicht. Das hat etwas gedauert, aber bitte sehr. Ah, ja, ja. Das ist alles, was ich brauche. Ach ja, stimmt. Wir sollten den Kiosk erneuern. Ja, da war lange. Das wird nicht lange dauern. Also es ist doch der Kiosk. Fast wie neu. Ich überlege auch, wir können ja theoretisch... Ach nee, das sind die Wände. Ich habe gedacht, man kann nachher über zwei Stockwerke laufen. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Was ist das jetzt eigentlich hier für eine dramatische Musik? Ist der Kiosk fertig? Es ist fertig. Es ist fertig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Logo! Wie bitte? Das war 38 waagerecht im Kreuzworträtsel, Halbfinale von 1982. Ich habe es letztens im Müllcontainer gefunden. Ekelhaft. Nein, du denkst an andere Teile. Das habe ich auch gefunden. Egal, das hast du gut gemacht, Kind. Du kannst jetzt weitere Dinge im Müllcontainer kaufen. Und, ich lege ein gutes Wort für dich. Für den dicken Käse ein. Ich lege ein gutes Wort für den dicken Käse ein? Was für ein dicker Käse? Alles klar, Hank, mein Junge. Ich habe alles Mögliche für diesen Ort getan. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Obwohl noch etwas Arbeit vor dir liegt. Danke, Toni. Du findest mich in der Mühle, wenn ich dir behilflich sein kann. Und grüß deine Mutter von mir. Aha. Ich sag's ihr, sie soll mal vorbeikommen. Aha. Ein Bär und ein Biber. Na dann, warum nicht? Tux Müll hat neue Gegenstände verfügbar. Okay, lass uns mal gucken. Wenn du dich mit dem Müll abgibst, fängst du auch an, danach zu riechen. Moschusartig und appetitlich. Buh. So, ich würde gerne mal ein bisschen Müll einkaufen. Ich weiß nicht, macht es Sinn, auszubauen? Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich da? Einführung 1. Ladeninhalte freischalten. Wenn du Quest abschließt und die Geschichte fortsetzt, werden weitere Verkaufsgegenstände in den Läden freigeschaltet. Kann ich vielleicht auch den Müll haben? Nein? Okay.
Lerninhalte freischalten, Baupläne und Kochanleitungen musst du nur einmal kaufen. Wenn du sie erlernt hast, verschwinden sie aus dem Laden. Oh, stimmt, wir kriegen auch Kochanleitungen und Bauanleitungen, ne? Warte mal. Wie sehen die denn aus? Ich glaube, hier ist keine Bauanleitung oder sowas, ne? Kleines Bärengemälde. Das ist so niedlich. Kartonschachtel. Aha. So, wir können einmal dann hier... Wir haben ja etwas erledigt. Stelle immer sicher, dass dein Grundstück den kompromisslosen Standards von Porn Voyage entspricht. Den grünen Knopf drücken. Mein Standards sind kompromisslos, wie es nur geht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die absoluten Mindestvoraussetzungen erfüllt, um ein wenigstens halbwegs vernünftigen Dienstleister zu werden. Die Welt ist für dich zum Greifen nah. Wer weiß, in einem Jahr oder 10 bist du vielleicht schon auf dem Weg zur Einkommensteuergrenze, Untergrenze. Na dann. Aber genug über eine trostlose Zukunft gesprochen, sprechen wir über eine fröhliche. Deine nächste Unternehmung mit Porn Voyage. Denk daran, wann immer du ein neues Premium-Stück zum Porn-Netzwerk hinzufügen möchtest, finde einen lokalen Porn-High und drücke einfach den grünen Knopf. Management-Sequenz. Finn hinterlässt in allen Bereichen Bauplakate. Die Plakate zeigen für jedes Resort optimale Bau- und Management-Quests an. Für jede erhältst du zusätzlich Geld oder spezielle Sammelstücke. Ja, Gegenstände. Gut, ja. Nach dem Abschluss erwarten neue Gäste bessere Unterkünfte, zahlen aber auch mehr für ihren Aufenthalt. Okay, alles klar. Hier wollten wir auch nochmal... Oh, Wertgegenstände. So. Du bist schon wieder zurück, Kumpel. Hast du Beni gefunden? Hast du ihr den Brief gegeben? Ja, hab ich. Bestätige Bärenlaute. Oh, du bist echt ein klasse Typ, Kumpel. Oder Bär, sorry. Also, was hat sie gesagt? Sie hat mir das hier für dich gegeben. Oh wow, Kumpel. Sie hat den Rest davon gefunden. Das ist unglaublich, Kumpel. Oh, all das mit ihr zu zeichnen, hat mir den Spaß meines Lebens bereitet. Abgesehen vom Busfahren natürlich. Natürlich. Sieh mal, da sind Sägemehl und Bergsee. Und schau, hier sind wir. Und, du weißt vermutlich nicht mal, was ich da rede. Dieses Tal ist riesig. Es gibt Orte, die ein Bus nicht einmal erreichen kann. Mhm. Ich weiß, es ist wild. Hör mal, ich bin schon eine Weile hier, nur ich und meine Busse. Aber es fühlt sich für uns einfach nicht richtig an, nur auf unseren Rädern rumzusitzen. Verstehst du oder weißt du? Mich und meine Busse hat schon lange niemand mehr gebraucht, aber wo doch jetzt all die neuen Leute zu Besuch kommen und so. Ich denke, du solltest das hier haben und guck mal, siehst du, wo all diese alten Bushaltestellen sind? Wenn du sie reparieren kannst, wie du es mit der alten Lagerhütte gemacht hast, dann lasse ich dich umsonst mit meinen Bussen mitfahren. Ah, Schnellreisepunkte. Verdammt, ich glaube, Bären haben sowieso kein Taschen für Geld. Süß. Bushaltestellen-Schild mal 2. Fortschritt. Du findest dies in deinem Hauptinventar. Atlas mal 1. Sammelgegenstände. Du findest dies in deinem Sammelgegenstände-Inventar. Sieh mal dort. Die erste ist direkt da neben der Hütte. Wie wäre das? Ja, das war auch mein Plan tatsächlich gerade. Ich würde gerne... Ah, nein, der Müll ist nicht voll. Aber hier unten ist noch ein Müll. Nee, der ist auch nicht voll. Schade. Du hast den Atlas erhalten, der die Weltkartenansicht freischaltet. Du kannst auf die Weltkarte zugreifen, indem du auf die Weltkarte im Panel Bereichskarte klickst. Da. Werden wir uns gleich mal ausprobieren. Hier siehst du, wo sich Hank in der Welt befindet und welche Bereiche du entdeckt hast. Okay, also, ich denke mal, Weltkarte. Ja, genau, das kennen wir ja schon. Schwarzmoos, Holzkreuzung, okay. Ach cool, es gibt sogar Wetter. Ach, wie cool ist das denn? Kartenlegende. Oh, ich finde das Spiel ganz gut eigentlich. Das ist total niedlich. So, schnelles Reisen freischalten. Kieferbrett, das haben wir alles. Jetzt, eine neue Bushaltestelle ist jetzt verfügbar. Du kannst sie über die Schnellreise erreichen. Werde ich jetzt immer dieses Surren hören? Oh, okay, cool. Wir können tatsächlich nur... Ja, wir haben nicht viele Schnellreisepunkte leider.
Konntest du die Bushaltestelle reparieren? Ja, hab ich. Zustimmende Bärenlaute. Das sind tolle Neuigkeiten, Kumpel. Oliver schien ein freundlicher und herzensguter Typ zu sein. Er war einer der wenigen, die im Tal geblieben waren. Tuck hingegen war ein verschlagener Halunke mit einer Vorliebe für gestohlenes allerlei. Ein merkwürdiges Pärchen, das in erstaunlicher Harmonie zusammenlebte. Das ist eine tolle Durchgangung. Ich kann schon riechen, wie sich der Benzingeruch durch meine Nasenhaare brennt. Hör zu, immer wenn du über eine von diesen Haltestellen stolperst, mach sie ordentlich sauber und stell ein neues Schild auf. Olivers Werkzeugkasten hat neue Gegenstände verfügbar. Besuche den Laden, um neue Gegenstände zu finden, die zum Kauf angeboten werden. Hervorragend. Und zack, fahre ich dich jederzeit dorthin. Hank, wo bist du? Hank, wo hast du gesteckt? Ich habe überall nach dir geschnüffelt. Also ich habe Toni getroffen und er hat mir gezeigt, wo man Bauholz herbekommt. Dann haben wir ein Bett für Menschen gebaut und wo hast du all das Alligatorkraut? Nein, davon haben wir nichts gefunden, nur Kiefern und Sperrholz. Ach ja, stimmt ja. Wir sollten ja eigentlich Alligatorkraut finden, ne? Gleich ist es soweit. Aber wir mussten auch etwas Baumwolle verwenden. Hank! Ja? 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 Mama! Da haben wir es. Ich habe es völlig vergessen. Ach du meine Güte, wir müssen sofort nach Hause. Na ach, das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. So, Bushaltestellen. Auf der ganzen Welt befinden sich kaputte Bushaltestellen. Wenn du eine Bushaltestelle im Bereich reparierst, schaltest du Schnellreisen zu und von diesem Standort frei. Olivers Laden findest du Busplakate sowie andere Kuriositäten und Gegenstände zum Fortschreiten. Sprich mit Margaret im Dickicht, aber erstmal möchte ich eine Nacht schlafen. Es hört sich an wie eine Schlange eben. Kikeriki! Mama? Ich glaube, wir haben tatsächlich einen neuen Gast, ne? Details. Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer ist ja tatsächlich gerade... Ah, guck mal, wir haben hier sogar noch eine neue Gäste. Dieser Gast erwarte eine höhere Punktzahl für die Dekoration während seines Aufenthalts. Dieser Gast erwartet eine... Nö, wir machen hier so einen ganz einfachen Gast, ne? Würde ich sagen, oder? Ja, die nehmen wir... Schade, wieso steht die Anzahl der Gästeanfragen, die du bei jedem Tag erhältst? 7. Oha. Wäre, glaube ich, ganz gut... Zack. Zuweisen. Wenn man sehen könnte, was die bezahlen, oder? Ich weiß ja nicht, was wir gerade bekommen. Oha, guck mal, 5 Sterne haben wir gekriegt. Großartig, wunderbare Erfahrung mit tollen Gastgebern. Ich habe schon meinen nächsten Besuch geplant, hast du nicht, aber 364 Talers hat sie gezahlt. Wie viel haben wir denn eigentlich? 614. Na. So, ich würde sagen, wir sollten vielleicht erstmal mit Mama reden. Mama war dort oben, ne? Oh, da ist ein Mülleimer. Kann ich dort, nein. Der hat leider keine Wertgegenstände. Schade. Unterwegs. Das erinnert mich ein bisschen an, ach Mensch, dieses eine Spiel. Ah, wo man durch den Wald läuft und über Funk mit einer anderen Person redet. Ja, komm grad nicht drauf. Warum hau ich die Bäume nicht einfach um? So komme ich hier durch, ja, tatsächlich. Sehr gut. Wir nehmen noch mal ein bisschen Holz mit, kann ja nicht schaden. Holz brauchen wir nämlich immer, glaube ich. So. Hier kommen wir nicht weiter, auch gut. Ich glaube, man kommt dort oben. Genau, man kommt nur dort weiter, wo auch. Zum Dunkelhain. Da kommen wir noch nicht weiter. Okay, jetzt müssen wir noch freischalten. Ich habe nicht gedacht, dass das so umfangreich ist, das Spiel. Das ist ja mal cool. Ja, Mama macht sich bestimmt ordentlich Sorgen, wo denn ihr kleiner Bär bleibt.
Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir mal nach Hause kommen wieder, ne? Was ist das? Achso, Einführung, okay. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ich weiß nicht mehr, wie wir nach Hause gekommen sind, ne? Bon Voyage. Ich habe doch eine Weltkarte, Mensch. Warum? Gebietsausgang. Gebietsausgang. Weltkarte. Ich würde gerne... Schwarzmoos, ne? Nee, Dickicht. Das Dickicht, da müssen wir hin. Aber doch, hier unten ist doch auch ein Gebietsausgang. Kam man nicht von dort unten? Da, genau. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ja, das sieht gut aus. Der sieht aus wie das, genau, Schwarzmoos. So, Alligatorenkraut finden wir hier, glaube ich, nicht. Weil das sollten wir ja eigentlich mitbringen. Haben wir aber natürlich vergessen, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt waren. Oh, ist schon fast wieder dunkel. So. Das Dickicht. Hank, Kinder! Hank, wo hast du denn gesteckt, meine Güte? Geht es dir gut? Ist was passiert? Mir geht's gut, Mom. Nichts ist passiert. Okay, gut. Das hast du dir dann nur wieder in deinen Dickschädel gesetzt. Und du? Ich habe nicht mal was gesagt. Du hast sie wieder dazu angestiftet, ist es nicht so? Nein, Mom. Will hat nichts gesagt oder getan. Wir waren nicht mal so lange weg. Es sind Tage vergangen. Die Menschen kehren zurück. Und noch etwas. Sie machen was und wir helfen. Verstehe. Nun, ich schätze, daran ist nichts auszusetzen. Wir kriegen noch mehr Besuch und wir bringen Geld und Müll mit. Und wir können alles über sie erfahren und ich kann Sachen für sie herstellen. Ich, Tony, hat mir beigebracht, wie man ein Bett baut und ich habe schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Nun, ich schätze, ich hätte dich eh nicht länger hier festhalten können. Sag das nicht so, Mom. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will nur... Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal etwas da draußen zu tun, etwas Nützliches. Ich weiß, dass du das tust, Schatz. Zumindest fürs Erste. Ihr seid vermutlich alle erschöpft, ihr solltet euch ausruhen. Ja, wir sollten nach unseren Menschen sehen. Truckerkappe, Kleidung, du findest dies in deinem Hauptinventar. In Ordnung, Schatz, bring nächstes Mal deinen Hut mit, falls es regnet. Jetzt ruh dich aus. Richtig süß. Ach so, das ist eine Maus. Oh, du brauchst für mich nicht aufstehen. Ich sehe auch von hier gut. Was? Sagen wir einfach, du hast bei den richtigen Leuten den richtigen Eindruck hinterlassen, Kumpel. Das ist nicht wahr, so etwas habe ich nicht getan. Entspann dich, das ist was Gutes. Ist es? Die übergroße Ratte hat ja gesagt, dass Größe nicht überall proportional ist. Hör zu, du hast bei meinem Unsinn redenden Mitarbeitern einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, was nur selten vorkommt. Solltest du dich danach fühlen, damit weiterzumachen, ist der Weg zur alten Straße freigegeben. Solltest du dich dort unten wiederfinden, komm mich auf der Deponie besuchen. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir ein Angebot machen werde, das du nicht ablehnen kannst. Oder, ich weiß nicht, ich schätze, du könntest es ablehnen, aber es ist ein ziemlich gutes Angebot. Mach, was du willst, interessiert mich nicht. Neue Route freigeschaltet. Richtung DA24, okay. Das war seltsam. Okay. Wirklich südlich von Holzkreuzung aus zur A24 finden Sie A24. Ah, okay. Erstmal möchte ich gucken. Wir haben nämlich eine Trucker-Kappe. Wo war denn das? Charakter. Ich würde gerne die Trucker-Kappe aufsetzen. Oh, wie niedlich das ist. Oh. Puh. Ach, ist das süß. Aber wieso kommen wir hier hinten nicht weiter? Das verstehe ich nicht. So, ist es jetzt eigentlich dunkel? Ja, ist es. Ich kann nicht schlafen. Warum kann nur nachts schlafen? Es ist Nacht. Fast. Was sind überhaupt Jeans? Ja,
Die Frage hatten wir bereits schon mal. Im Haus gibt es immer etwas zu tun. Jeder, der dir etwas anderes sagt, hat noch nie hinter seinem Kühlschrank geschaut. Witzig, den Satz hatte ich letztens tatsächlich im Kopf, als ich hier aufgeräumt und geputzt habe. Und ich wusste nicht mehr, woher das kam. Hier aus dem Spiel, alles klar. Was war das denn? So, kann ich hier vielleicht irgendwie eine Runde schlafen, Bubu machen, irgendwas? Durchgang. Gebietsausgang. Weltkarte. Schade, dass man hier tatsächlich nicht irgendwie draufklicken kann. Aber wir könnten ja mal gucken, was das kostet, den Durchgang zu reparieren. Hier oben ist das. Da. Holzfällerwerkzeug, das haben wir natürlich nicht. Wir können ja jetzt mal noch mal eine Nacht bei Mutti schlafen. Im Bettchen. Also nicht bei Mutti mit dem Bettchen, sondern in unserem eigenen Zimmer. Denke ich. Aber wir können hier nicht im Bett schlafen. Egal. Wir legen uns so schlafen. Denken wir uns einfach, dass wir in unserem eigenen Bett schlafen. Kikeriki. Gut. Oh, der Gast ist angekommen wahrscheinlich. Gut, wir müssen uns auf dem Weg in A24 machen. Das machen wir aber nächste Folge. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sag tschuhu.